kalbiert. Doch was jetzt ist, jetzt in nach diesen Ländern passiert, ist unschrecklich grausamer. Nach dem Ende des Regimes von Gaddafi ist Libyen in den Milizen beschäftigt, Einzelteile zerfallen. Libyen weg von Assad, Al-Shaida, Al-Qaida und Al-Nusra-Front als Rückzugsraum benutzt. Sie unterhalten in Ost-Libyen Militärbasen, Waffenlager und Camps, in denen Kämpfer trainiert werden. Tausende gehen von Libyen über die Türkei nach Syrien, um den Krieg dort weiter anzufachen. Im Norden Syriens hat die kurdische Bewegung eine Alternative, einen dritten Weg zu den von den NATO unterstützten FSA und Islamisten und dem Assad-Regime, das von Russland und dem Iran unterstützt wird. Entwickelt eine weißdemokratische Volksbewegung und die eine geschlechterbefreite ökologische Gesellschaft zum Ziel hat. Bewegung zu spalten, das funktioniert nicht. Olaf Scholz, your mayor of Hamburg, you try to divide the group of Lampedusa. That never work out. Another mass demonstration.